Der 18. Salzburg Europe Summit 2022 findet heuer unter dem Motto Europa und Frieden – Vision für Europa, Erwartungen und Realität im Salzburg Kongress statt. Über 60 Expertinnen und Experten aus 17 Ländern, aus Politik, Diplomatie, Wirtschaft und Wissenschaft diskutieren in Salzburg brennende Themen wie Energie und Rohstoffe, Industrie 4.0 und die Erweiterung um Ukraine, Georgien und Moldau. Aber auch Jugendliche kommen zu Wort, um über ihre Zukunft und die Herausforderungen der europäischen Politik zu diskutieren. Gerade in Zeiten der großen Herausforderungen, und das ist so eine Zeit, ist es wichtig, miteinander im Gespräch zu bleiben, sich auszutauschen, zu überlegen, wie können wir auch diese Einheit der Europäischen Union, die es jetzt zweifellos gibt, wie noch nie vorher, aufrechterhalten. Und zusammenstehen, sich austauschen, das ist das, was dieser Summit auch möchte seit 18 Jahren, was er aktiv tut. Und deshalb leistet er natürlich einen ganz wesentlichen Beitrag, dass wir gut irgendwann auch rauskommen aus dieser krisenhaften Situation. Welche Rolle kommt den Regionen Europas bei der Bewältigung dieser großen Fragen zu? Ja, eine entscheidende, weil die Europäische Union ist ja nicht ein hohles Gebäude, das sozusagen nur an der Spitze existiert, sondern wird von den Regionen getragen und bezieht auch ihre Kraft aus den Regionen. Salzburg ist so ein besonderes Beispiel dafür, und da bin ich auch besonders glücklich, dass diese Konferenz bereits zum 19. Mal in Salzburg stattfindet. Herr Dr. Schausberger, welche Erwartungen knüpfen Sie insgesamt an diesen Summit in Salzburg? Das Erste, dass wir nicht nur eine Analyse der derzeit sehr schwierigen Situation machen, sondern dass es auch Vorschläge gibt, wie kommen wir heraus und wie gehen wir in eine bessere Zukunft. Das Erste ist einmal, wir können die Probleme ohne die Mitwirkung, und zwar die positive und konstruktive Mitwirkung der Jugend, nicht lösen. Es ist ihre Zukunft, und wenn sie da nicht mitmachen, dann sind alle Versuche vergeblich. Das muss ich ganz offen sagen. Und daher müssen wir sie einbinden, und da gehört sehr, sehr viel Information dazu. Denn Sie wissen, Social Media, ein Stichwort, die sind beeinflusst von so vielen Seiten und mit den unmöglichsten Dingen, und daher sind, glaube ich, solche Veranstaltungen sehr wichtig, weil hier doch versucht wird, sachlich und auch respektvoll die Dinge zu diskutieren und auch unterschiedliche Meinungen zuzulassen. Und deshalb bin ich sehr froh, dass so viele junge Leute heute hier sind. Welche Erwartungen haben Sie an diesen Kongress? Naja, das ist jetzt schon eine sehr eingeführte Veranstaltung, ich glaube zum 18. oder 19. Mal, und hier sind immer mehr und immer höherrangige Vertreter auch der Nachbarländer, der Nachbarregionen, und insofern ist das eine hervorragende Möglichkeit auch des Austausches und, wenn Sie so wollen, auch ein Beitrag zur Dynamisierung etwa unserer nachbarschaftlichen Beziehungen bzw. des Beitrittsprozesses. Wie kann man die Jugend für das Europa der Zukunft begeistern? Ja, zunächst einmal geht es darum, dass man die Jugend davon überzeugt, dass der European Way of Life etwas Fantastisches ist. Und das beginnt einmal damit, das ist meine Botschaft immer und überall, dass man zumindest von der Möglichkeit des Wahlrechts Gebrauch macht und eben auch in der Tat in der Wahlzelle abstimmt und die Möglichkeit der Mitbestimmung ergreift. Wenn man darüber hinaus noch mehr tun kann, umso besser. Und wie gesagt, das ist die Grundvoraussetzung, und darüber hinaus eben sich im Klaren zu sein, dass letztlich diese European Way of Life nur abgesichert werden kann, gerade in der Zukunft von jungen Leuten mit einer längeren Perspektive, wenn man eben auf europäischer Ebene zusammenarbeitet, im globalen sozusagen Wettbewerb. Je mehr junge Leute nach Brüssel fahren, nach Straßburg, sich das anschauen, mit Leuten reden, desto mehr bekommen sie ein Gefühl, wie Europa funktioniert, wie faszinierend es ist, dass da 27 Staaten und deren Vertreter zusammenarbeiten, und sie können, wenn sie auch wollen, Teil dieses Prozesses sein. Lieber David, wir haben sehr viel gehört über die Europaskepsis der heutigen Jugend. Welche Erwartungen knüpfst du an deine eigene persönliche Zukunft, und wie glaubst du, kann die EU diese Probleme lösen? Ich erwarte mir von meiner Zukunft, dass ich sicher in meinem Land leben kann und dass jeder dieselben Möglichkeiten und Chancen hat. Und ich erwarte mir dafür von der EU, dass sie eben das ermöglichen und Krisen so bewältigen, dass alle halbwegs damit zufrieden sind und dass man sicher weiterleben kann.
Also ich erwarte einfach, dass diese Krisen schlau gemeistert werden in die Zukunft blickend. Die Inflation betrifft uns alle, der Klimawandel, und dass diese einfach mit guten Sanktionen über die nächsten Jahre, nicht über die nächsten Jahrzehnte, sondern wirklich in den nächsten Jahren verbessert werden. Also ich erwarte mir natürlich sowohl soziale als auch wirtschaftliche Sicherheit in Österreich. Aber ich denke natürlich, Österreich ist eher ein kleines Land, sowohl Europa als auch international. Und darum hoffe ich von der EU, also starke Zusammenarbeit wie möglich, dass wir in jedem EU-Land eine starke Sicherheit, wie wir es bis jetzt gehabt haben, auch noch die ganzen Krisen, noch Corona, noch im Krieg, immer noch sicherstellen können und dass wir alle ein schönes Leben weiterhin führen. Ich hoffe, dass wir alle Krisen überwinden können, so dass auch jeder zufrieden ist. Mit der Inflation macht mir das ein bisschen Sorgen, und ich hoffe, dass man, weil als junger Mensch hat man generell schon weniger Geld, und wenn dann jetzt noch alles teurer wird, das spüre ich allein jetzt schon, und ich frage mich, wie ich das machen soll, wenn ich älter bin und dann selber meine Dinge auch komplett zahlen muss. Aber ich hoffe, das löst sich ganz gut noch.